Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir von Bastelspaß am Dienstag. Wie ihr schon lesen könnt, geht es heute um eine Teelichterkarte. Und damit das Video nicht zu lange ist, werde ich euch einfach jetzt zeigen, wie ich meine Teelichterkarte mache. Und zwar als erstes habe ich mir schon zugeschnitten einmal für die Karte in der Größe 29,7 mal 12 und dann noch für die Box habe ich mir zugeschnitten in 13,3 mal 7,4 und jetzt werden wir beides falzen. Brauchen wir unser Falzbrett und dann werden wir falzen auf der langen Seite einmal bei einem Zentimeter. Ich mir wieder. Entschuldigung fürs Wackeln. Dann einmal bei 3 cm. Dann bei 7 cm. Bei 9 cm. Und zu guter Letzt müssen wir den Arm ausfahren bei 21,4 cm. So, mit diesen machen wir gleich weiter, wie ihr seht. So soll es jetzt aussehen. Und dann falzen wir uns gleich das für die zugeschnittene Box. Das falzen wir ringsrum bei 1,8 cm. Auf allen 4 Seiten. Einmal drehen. Auch bei 1,8 und jetzt auf beiden langen Seiten. Auch bei 1,8 cm. So, dann kann unser Falzbrett zur Seite. So, und jetzt nehmen wir uns als erstes nochmal unser großes Blatt her und dann müssen wir hier uns auf dieser Seite, auf der kurzen Seite, die Hälfte abmessen. Und zwar sind das genau 6 cm. Hier und dann mache ich mir hier so einen Strich von der Abmessung bis zur Ecke. Und das schneiden wir uns jetzt raus. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich schneide es mir mit der Schere raus. Hier ist ein bisschen eine Linie übrig geblieben. Das radiere ich mir weg. So, und jetzt können wir falzen. Alle Falzlinien mit dem Falzbein nachfahren. So wie ihr seht, wird das dann hier so eine Einschub für unsere Box. Jetzt schneiden wir uns noch hier unsere Box zurecht. Und zwar schneiden wir hier die Falzlinien ein und schrägen uns es hier ein klein bisschen ab, unsere Klebelaschen.
Bisschen einschrägen, nicht viel. Und auch auf der gegenüberliegenden Seite machen wir das Gleiche. Bisschen einschrägen. Die letzte Lasche. So, jetzt können wir alles nachfalzen. Dann werden wir die Box gleich zusammenkleben. Dazu nehme ich wieder meinen Bastelkleber von VBS. Auf die Klebelaschen Kleber drauf. Dann kleben wir es Kante auf Kante, schön Kante auf Kante zusammen. Schön festhalten. Der Kleber zieht extrem schnell an. Auch auf der anderen Seite. Schön Kante auf Kante. Und dann gehe ich noch mit meinem Falzbein noch ein bisschen nach. So, und wie ihr seht, ist das dieses Einschubfach. Gehen wir jetzt her und geben uns hier auf die Klebelasche auch ein bisschen Kleber drauf, dass sich das schön zusammenkleben lässt. So, und auch hier fahre ich noch ein bisschen mit dem Falzbein nach, so weit es geht. So, wie ihr seht, passt das perfekt. Eins, zwei, passen genau drei Kerzen rein. So, und jetzt sehe ich gerade, dann machen wir das so. Dann kleben wir uns hier noch fest. Vorsichtig. So, und das können wir jetzt noch verzieren. Und zwar geben wir hier ein Abmessen, das sind gute 3,9 cm. Dann machen wir 3,6 mal 11,6 cm. Schneiden wir uns zurecht. Da habe ich mir hier schon ein Papier gerichtet. Dann hole ich mir meinen Hebelschneider. Habe mir jetzt gesagt, mal
11,6 glaube ich, genau, mal 11,6. So, das haben wir hier. Machen wir nur hier drauf. Und dann haben wir hier. Messen wir uns das hier auch noch schnell aus. Haben wir hier 8,2. Nehmen wir 8. Von den 8,2 nehmen wir jetzt 7,9. Mal 11,6 8 7,9 haben wir gesagt. So, 7,9 und da schneiden wir uns jetzt auch ein Stück wieder ab. Und zwar messen wir von hier gut die Hälfte. Die Hälfte von würde ich mir hier so anlegen. Das glaube ich am besten. Das lege ich mir hier jetzt so an, wie ich es haben möchte. Und da zeichne ich mir jetzt so einigermaßen an. Und da schneide ich mir jetzt wieder ab, das Stück. Ja, und jetzt haben wir es genau verkehrt abgeschnitten. Müssen wir es nochmal eines zurechtschneiden. Das kann auch passieren. Dann schneiden wir uns nochmal ein Stück zurecht. Also nochmal in 7,9. Auch das kann passieren. 11,6. Auch ich bin noch kein der was von den Fehlern befreit bleibt. So, und jetzt schneiden wir uns zeichnen wir uns das hier so an. Dass wir es diesmal richtig haben, auf der richtigen Seite. Und jetzt müsste es dann passen. Werden wir noch mal ein bisschen nachradieren. So, und jetzt müsste es passen. Genau. Können wir das wieder einschieben? Werden wir uns das jetzt bekleben?
Klicken wir hierauf. Und das kleben wir uns hierauf. Ausmessen, wie gesagt, ausmessen die Maße, die messt ihr euch dann selber aus. Das könnt ihr euch natürlich auch abwandeln. Ihr könnt euch auch zum Beispiel hier rein ein Loch stanzen. Damit man das Innere sieht. Wie ihr wollt, ich mache es jetzt so. So. Und hier für innen, da passt noch ein Kärtchen rein in der Größe 9,5. Das ist zu klein. Dann nehmen wir uns noch mal ein neues Blatt. 9,5 mal 6,5. So. Hebelschneider kann wieder zur Seite. So, meine Lieben. Wie wir das jetzt dekorieren, gucke ich mal schnell, ob ich hier ein Motiv habe, das wir verwenden können. Zu groß. Schau ich noch in der anderen Kiste. Ich habe ein paar Stempelabdrücke vorbereitet immer. Nicht wirklich was da. Dann werden wir es gerade ein bisschen mit Blüten. Da machen wir uns gerade ein paar Blüten drauf. Und ein paar Glitzersteinchen.
eine weiße. So. Und hier stempeln wir noch drauf. Was stempeln wir uns da noch drauf? Gratulation. Dann nehme ich das Memento. So, und dann habe ich hier noch meine Lochzange. Wie ein kleines Loch hinein. Und ein Band. Schneiden wir uns ab. Machen hier noch einen Knopf rein. Dann kann man hier noch schön draufschreiben. Zum Rausziehen. Hier reinschieben. Ein bisschen zu lange, würde ich sagen. Machen wir einen schönen Knopf. Komm. So, und hier kann man auch ein Band rum machen, wenn man möchte. Dass es auch sicher hält. Schneiden wir hier mal ab. Versuchen wir eine schöne Masche. Ich bin nicht so perfekt im Schleifenbinden. So, jetzt aber. So, das war jetzt meine Teelichterkarte-Verpackung.
Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, meine Lieben. Tschüss.